SMS, ich kann auch mein Lotusöl da und da wieder mal. Das ist krass geil. Hallo, Makaluma 2, wie geht's dir? Ich habe heute zwei Karten spezifisch mitgenommen und ich habe nochmal, ich habe ein paar Anfragen bekommen, schaut mal. Ich habe nochmal solche gemacht, wegen Sexchakra, Zwillingsseele Sexchakra. Das ist so eine Box mit so einer Spezialenergie und Knotenmagie. Kostet 50 Stutz, alles miteinander mit der Anleitung. Einfach weil eben ein paar haben noch extra mehr wollen und ich habe wirklich nur irgendwie zwei gemacht. Jetzt habe ich ein paar mehr gemacht. Und da eben auch das mit dem Lapis Lazuli, das dritte Augenkettchen. Das ist auch Knotenmagie. Und das wirkt, wenn ihr es tragt. Und ansonsten tut ihr es unter das Kopfkissen und dann wirkt es eben auch weiter. Hallo, Caroline Meyer. Oha, an welchem Fluss bist du? Das ist in Zürich. Da gibt es nicht so viel. Jetzt musst du raten. Wo kriegt man die? Also, schaut mal. Ich habe mein WhatsApp-Business immer dabei. Das ist auch schön blau da wieder. Schaut mal. Und das ist einfach 079 511 67 12. Und da könnt ihr mir immer schreiben. 079 511 67 12. Das ist so meine WhatsApp-Business-Nummer. Da könnt ihr das Zeug auch bestellen. Ihr könnt auch Creme bestellen, Träucherungen, alles. Also wenn ihr auch Spezialwunsch zum Beispiel habt. Ja, ganz einfach. Und eben, ich habe heute sehr viele Anfragen gehabt und darum bin ich so spät jetzt live gekommen. Weil ich habe halt recht viele Kunden und Kundinnen. Und ihr könnt mir halt immer, das ist so ein mega billiger Easy Service, oder? Wo ich ins Leben gerufen habe, vor nicht allzu langem eben. 5 Stutz Twinten, könnt auch über Etsy, könnt sogar mit Kreditkarte inzwischen zahlen. Und dann könnt ihr mir jederzeit, oder? Ich kann auch mal draußen sein, auf den Bergen, so wie heute Morgen, ich habe mein Zeug dabei, oder? Ich finde das noch einmal noch schöne Energie zum Arbeiten. 1 bis 2 Fragen stellen. Ich tue neue Kartenbilder schicken. Ich tue neue ganz lange Voice Messages sicher mit Detail, oder? Und das ist ja so das, warum ich heute ein bisschen spät dran bin. Heute habe ich für euch Liebestarot mitgenommen, da draußen. Schön am Fluss. Ist eine gute Energie. Und natürlich Seelenkarten gesendet. Also da kann ich wirklich da in Detail hineinschauen. Seelenverwandtschaften, Zwillingsseelen. Da nutze ich die sehr gerne. Und für den Rest brauche ich eben keine Karte. So. Ja, das stimmt. Fast. Es ist nicht limmert. Fast. Esa, werdet M und ich uns bald aussprechen? Moment, ein bisschen. Schaut mal, wie schön das ist. Oh. Das ist jetzt das Spirituelle, also das nutze ich für die spirituelle Art. Liebste dritte Augen. Also, werdet M und ich uns bald aussprechen. Also, das sieht gut aus. So, nochmal eine. Also, als allererstes Look kommt Stärke. Siehst du das? Verständnis, oder? Das heisst, Verständnis passiert ja vor allem durch eine Aussprache, oder? Dass man sich dann da gegenseitig versteht. Dann hast du Perfektionismus, oder? Da geht es um, ja, dass man etwas wieder gut machen will, dass man etwas wieder ins Lot bringen will und dann noch den Mut, oder? Also gewisse Sachen, die ihr aussprechen müsst, euch darüber, werden ein bisschen Mut brauchen. Aber schaut da wirklich schauen, also sag einfach alles, was dir auf dem Herzen liegt und nachher musst du dich nicht mehr fragen. Ja, das ist einfach so ein bisschen der Rat.
werden ich und mein Freund zusammen wohnen bleiben oder uns sogar trennen, liebe Grüße. Jelitek, schauen wir gerade. Also. Los, du hast bei dir Errettung. Ja, schau mal genau aufs Bild. Und nachher kommt bei dir der magische Kartenwandler. Das bedeutet, ihr werdet zusammen wohnen bleiben. Kann aber sein, dass er andere Wohnsituationen organisiert. Das heisst, es kann auch sein, dass er umzieht, dass das vieles verbessert, dass er dort ein bisschen mehr Platz hat, sozusagen, dass er euch mehr aus dem Weg gehen könnt. Klingt jetzt blöd, aber einmal braucht es das, oder? Ich sehe jetzt nicht etwas von einer Trennung. Christina Koch, hallo, wie geht's? Mir geht's super, wie geht's dir? Caroline Meyer, wird M und ich zusammenkommen? Also, meine Liebe, interessant, los. Du und M haben Potenzial, look, aber die Angst steht im Weg. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, oder? Die Angst kann vieles kaputt machen und nachher funktioniert es eben nicht, weil man Angst hat und gewisse Sachen gar nicht probiert. Und da kommt eben Attitude, also das Verhalten, oder? Auch Gewohnheiten, oder? Wie man sich nach außen gibt, wie man überkommt. All das spielt da eine Rolle, oder? Und daher kann ich nur empfehlen, Caroline Meyer, Angst vergessen, lass das los. Gang mit vollem Mut und wie? Spannung und Neugier auf das Ganze zu. Und bleib in den positiven Gedanken. Das ist sehr wichtig. Dann kann das nämlich sehr gut rauskommen. N und O erzickt. Wie meinst du? Bist du in Brasilien? Nein, wieso sehe ich so aus? Danke. Also, was fühlt M für mich? Ganz viel M heute. So wie Michael. Nein. Was fühlt M für mich? Das, ich glaube, du hast mich schon mal gefragt, gell? Schau da, das Feld der Stürme. Das ist stürmisch. Und schau, dann kommt Kummer. Es ist nicht, also wenn es um Liebe geht, wenn es das ist, was in deinem Kopf ist, dann kann ich dir ganz klar sagen, mit M, Art Love SMS, romantische Liebe, es passt einfach nicht, es wäre nicht gut für dich. Alles andere ist in Ordnung um Freundschaft und Aussprechen. Das ist so ein bisschen die Situation. Hey Susanne, hey Sabrina. Danke. Mir auch wieder, ich hoffe es bleibt noch so, Christina Koch. Orhan, bin ich nicht voll. Ja, ich weiss, liebe Nicole, ich weiss, dass du es bist. Ich habe gemeint, ist das eine Frage an mich gewesen? Weil ich habe die Frage eben nicht genau verstanden, wenn du eine Frage dazu eben gerade hättest. Nati, eine weiss, werde ich meine Liebe bald finden? Nein, ich mache doch gerade. Interessant. Okay. Und was ist die Message? Sag's mir! Moment. Aha! Danke vielmals. Okay, ich habe eine klare Antwort für dich wählen. Und ich kann sie bekommen. Jetzt musst du mal schauen. Nati 51. Als allererstes Hund, der Messenger. Das heisst, wie der Nachrichtenüberbringer. Die Nachrichtenüberbringerin. Oder? Und das bin ich in dem Fall auch nur ich. Dann hast du da wie Gerechtigkeit, Wahrheitskarte, oder? Also du hast es verdient. Du hast verdient, dass du die Liebe findest, dass du die erlebst. Und ich wollte wissen, klar und ja oder nein. Two of Shells, look, Romanze. Das heisst, ja, du wirst deine Liebe bald finden. Das ist jetzt ganz klar bei dir rausgekommen. Du musst dich freuen und entspannen und schön in der positiven Energie zu bleiben. Muss ich mir Sorgen machen? Ja, Makaluma, Nicole, was ist die Frage? Warum? Warum er rumzieht? Muss ich mir Sorgen machen wegen L und wegen dem, was er mir heute gesagt hat? Nein, du musst dir keine Sorgen machen, look, sondern zuhören. Das ist der Wunsch von L. Und bleib in deiner Stärke. Bleib ein starker wie
Pfeiler jetzt für ihn. Das ist der richtige Weg. Nicht persönlich nehmen, nicht Sorgen machen. Meine ich zum Islam, ich tue da Karten legen. Ich habe schon die letzten zwei Lives effektiv die ganze Zeit so religiöses Zeugs. Ich will da gar nicht drüber reden, öffentlich, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das gar nicht mit meiner Marke oder meiner Musik oder mit irgendetwas im Altägypter etc. zu tun. Und das ist meine Privatsphäre so, oder? Also Sandro for you. Sicherheit und Unzufrieden oder riskieren und Chance auf Glück. Aha, das ist verstanden, Sandro for you. Gibt dir eine klare Antwort, damit du nicht durch den ankommst. Mut, Courage. Das heisst, riskiere und Chance auf Glück. Mach's. Trau dich. Du weißt, um was es geht. Wie geht's weiter, weil er zickt? Okay, schauen wir mal. Machen wir. Ja, das ist aber schon ein bisschen die Tendenz. Schau, da hast du die grosse Weite. Das heisst, du wirst, irgendwann wirst du wie in die grosse Weite schauen, wenn du verstehst, was ich meine. Also du wirst auch wie rumschauen. Da Einsamkeit, oder? Also für ihn jetzt vor allem, oder? Und wenn du dich wie allein fühlst in einer Beziehung, dann langt es dir dann auch bald einmal, oder? Also das mit dem Rumzicken, das sollte er lassen. Schau, der heilige Teich. Und er sollte das Ganze, wo jetzt noch wie zarte Blumen noch im Wachstum ist, ein bisschen besser behandeln. Und sonst wirst du da einen anderen Weg gehen. Hallo liebe Susan, wie geht es dir so? Mir geht es super. Wie geht es dir? Wie geht es Michi? Ja, am Michael geht es gut. Bist du nicht die, die Michael Jackson Content hatte? Ja, habe ich immer noch. Who's bad? Natürlich ist es super, danke. Wie steht M zu dem Ganzen, was wir jetzt zusammen haben? Karlin Meyer? Ja. Schauen wir mal, wie er wirklich so innerlich eigentlich so eingestellt ist. Es tut mir wirklich mega leid. Leutlis, wirklich bitte. Ihr dürft effektiv mir auch immer auf dem WhatsApp-Business schreiben, dann habt ihr eure Privatsphäre, weil das Zeug ist wirklich echt. 0511 67 12. Ich sage dir jetzt die Antwort gleich, weil ich denke, du willst das wissen, Karlin. Und ich kann mich erinnern, im letzten Live war auch irgendetwas, das du gefragt hast. Schau, Passage. Übergang. Übergang. Das heisst, das, was ihr da zusammen habt, ist wie ein Übergang für M. Bitte schreib mir auf dem WhatsApp-Business, wenn du noch wieder darüber plaudern willst. Ich bin da für dich. Darf ich fragen, wie ich M loswerden kann? Er nervt mich mega. Okay, schauen wir mal. Aha, okay, gut. Ja, da gibt es nur eins, schau. Erstens, der Schöpfer ist ein Funke. Das heisst, du musst die Situation wie erschaffen. Du musst aus dem Weg gehen, du musst wie gewisse Aktivitäten abändern, um das wie, einfach ein Zeitchen, oder? Um das wie umgewöhnen. Und Einsamkeit da, also wie abschneiden, oder? Wirklich abschneiden von irgendwie Zuneigung, Aufmerksamkeit. Und ja, so kannst du eben loswerden, liebe Sarah. Und er mischt sich bei mir und meinem Crush ein, also funkt dazwischen, danke. Aha, siehst du, eben nicht nähren und wirklich da klare Grenzen setzen, aus dem Weg gehen, wenn du weißt, der hängt jetzt dort umeinander irgendwie regelmäßig, weißt du, vor allem weißt du, für Samstage gehst du dort halt nicht her, damit es dann irgendwie heisst, ah, du hängst dort mit dem regelmäßig rum, weißt du, da wird dann schnell geredet, das geht ein bisschen in die Richtung, oder? Schön schauen. Danke sehr gerne, Sabrina. Okay, danke. Sehr gerne, Sandro, for you. Ich lasse welche Menschen sie nicht sympathisch finden. Ja, ich weiß nicht. Will ich einmal ein bisschen krass tun und so mit meinem Truth-Acting.
wird dann wieder zurückkommen in L4Y46. Also. Gut, ich werde jetzt ganz ehrlich zu dir sein. Er wird zurückkommen, wenn du sehr viel Willenskraft da beweisst. Ich weiß nicht, ob es wert ist, aber ich sag dir, dass es eine Möglichkeit gibt. Komplette Tod, Transformation im Sinne von, du musst eigentlich eine völlig neue Person werden. Oder? Und dann wird es trotzdem nur ein Übergang werden, vor allem für dich, weil wenn du diesen Weg gehst, für die Person, dann wirst du nachher wie nicht mehr zufrieden sein mit dieser Verbindung. Und daher empfehle ich dir eigentlich jetzt schon, ehrlich zu sein, lass es los und steck lieber die Energie in einen Neuanfang für dich. Genau, stimmt, danke sehr. Sehr gern, liebe Nico. Auch sehr gut. Hallo, liebe Susanne, was fühlt Markus für mich? Tanja, schau gerade. Also. Sehr schön, sehr schön. Schau mal. Als allererstes gibst du ihm Stärke. Das ist immer sehr gut, oder? Vor allem auch bei Männern, oder? Also wenn eine Frau einem Mann Stärke gibt, dann ist das eine sehr gute Sache. Und dann schau mal da den Höhenflug. Also das heisst, mit dir fühlt er sich stark, er hat das Gefühl, er kann fliegen. Er hat das Gefühl, er ist wieder so ein bisschen auch in seiner Jugend, oder? Also er fühlt sich sehr, sehr positiv, sehr leicht mit dir. Es ist nicht kompliziert, es ist nicht schwer. Du musst dir eigentlich überhaupt keine Sorgen machen. Ja? Spielst du FIFA Ultimate Team? Nein, im Moment nicht, aber ich gebe dir Bescheid, ich muss nächstes Mal so eine neue Box kaufen. Ich muss noch schauen, was ich kaufe. Dann weiss ich auch, was ich alles spielen kann. Werde ich es schaffen? Laura Croft. Also, im Moment machst du etwas durch. Du bist in einer Übergangsphase. Dein Verhalten in der nächsten Zeit wird ausschlaggebend sein, wenn du sagst, werde ich es schaffen, du redest auf etwas Bestimmtem, oder? Und der Schlüssel dazu ist ein bisschen hart, weil schau mal, du siehst da Krise. Und einmal musst du durch die Krise durch, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Du machst da, glaube ich, etwas recht Herz durch. Das sehe ich in der Karte. Hallo. Und wie gesagt, wenn du Bock hast, kann ich da auch dir ein bisschen mehr Rat geben zu aktiver Energiearbeit, wie du Sachen entgegenwirken kannst, entschärfen kannst. Man kann eine Situation beeinflussen, vor allem bevor sie eintritt. Und dafür könnt ihr mir alle oder jederzeit mir auf dem WhatsApp-Business schreiben. Hallo, darf man so Fragen stellen? Was für Fragen? Ich habe nur diese Frage gesehen. Aber wo kommst du ursprünglich? Ägypten. Okay, gut, danke, weil ich fühle mich so unwohl bei dem. Ja, das glaube ich dir. Darf man Fragen stellen? Ja, klar, Laura Croft. Wird der noch zurückkommen? Er gibt mir die kleinen Zeichen, dass er noch etwas von mir will. Also, schau, meine Liebe. Ich muss nicht einmal die Karte dafür in die Hand nehmen. Aber ich nehme die Karte in die Hand, um bestätigen. Also, look. Als allererstes ist jetzt ein Rat. Du sollst Führungsqualität übernehmen. Normalerweise ist das nicht immer das Richtige. Für die weibliche Energie vor allem. Aber in deinem Fall musst du deinen Willen jetzt ein bisschen stärken. Look. Stärken. Oder? Es sind starke Gefühle rum, aber es ist vor allem, wie soll ich sagen, du bist wie die sanfte Gärtnerin. Das heisst, du tust eigentlich ihm so gut, du tust sein Ego pflegen, er fühlt sich als Mann auch stark, es geht so ein bisschen in die Richtung. Das heisst, wenn er dir die kleinen Zeichen gibt, dann will er vor allem sexuell noch etwas. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was du willst, dass das nicht genug wäre. Und daher würde ich zum ehrlich zu sein, vorsichtig sein, wenn du die Tür wieder aufmachst.
Da musst du die Spielregeln ganz klar halten, sonst kann das zu Missverständnis führen. Sehr schnell. Ich habe ja ein Kind bekommen, Mel 86. Das ist genau so eine von den Fragen, die ich nur außerhalb vom Live anschauen tun. Weil da geht es um Babyseelen. Die Energie wollte ich nicht ins Live ziehen, oder? Schreib mir doch bitte auf dem WhatsApp Business. Ich bin nachher gerade wieder dran. Ich habe es da gerade vor mir und sehe da die ganze Zeit Anfragen, die ich nachher eh beantworten muss. Also ich bin heute Abend eh da. Gell? Und da kann ich in Ruhe, privat, ohne dass irgendwelche anderen reinschauen, verstehst du, kann ich mit dir über das reden. Es gibt da ganz viele Methoden bei diesen Sachen. Wenn es so einfach wäre, Mann. Ja, ich verstehe es. Es ist nicht immer einfach, aber einmal ist halt der richtige Weg schwieriger, befreit einem aber schlussendlich eben. Darf ich noch fragen, wie es mit meiner Energie läuft, also ob es sich schon am Umwandeln ist oder ob ich noch mehr machen muss? Meine Liebe, so schnell geht das eben gar nicht. Weil es ist wie zum Beispiel Muskeln. Neue Muskeln wachsen lassen, definieren, geht ja nicht einen Tag oder zwei. Es braucht ein paar Wochen, ein paar Monate, oder? Teilweise ein paar Jahre. Ich wollte nicht sagen, es braucht ein paar Jahre, aber so ein paar Wochen bis ein paar Monate ist eher so der Rhythmus, von dem wir reden. Und daher entspann dich und achte darauf, wie sehe ich aus, sondern achte auf die Umstände, achte auf den Effekt von der verändernden Energie in der Aura. Das ist der Schlüssel. Ich will, dass du es siehst. Weißt du, wie ich meine? Am Dienstag gehe ich zum Arzt. Ist es okay, mich krank schreiben im Job oder ist das Bad Karma? Du, wenn du zum Arzt gehst, darfst du immer, soweit ich weiss, darf man in der Schweiz immer frei nehmen, zum Arzt zu gehen. Also, da machst du gar nichts falsch. Du musst dich auch nicht krank melden oder so. Arzttermin. Okay, also ich habe dir mal geschrieben. Ja, liebe Caroline, ich beantworte es gerade nachher. Liebt er mich noch? Ili. Was? Er hat schon noch Gefühl für dich, aber du wirst sehr viel Geduld brauchen und das kann zum Ziel führen. Im Sinn von, du musst ja die Gefühle eigentlich wieder ein bisschen zurückholen. Oder? Er liebt dich schon noch, aber es ist wie nicht mehr so bewusst. Oder? Und wenn man sich bewusst ist, dann ist das eben, dann handelt man auch danach. Oder? Und dort. Aber ich würde jetzt eben auch nicht allzu viel machen aktiv. Ich würde mich ein bisschen zurückziehen, oder? Und vertrauen. Tanja K. Oh, vielen lieben Dank, Susan. Er vermittelt mir nicht so das Gefühl. Ja. Einmal sieht es nach außen anders aus, als es eigentlich ist. Und einmal ist es genauso, wie man wahrnimmt, oder? Einmal würde man gerne das Positive glauben. Merkt aber intuitiv, ah, oh, das oder das passt auch nicht zusammen. Irgendwie das Wort und das Verhalten, die Energie passt nicht zusammen. Hört immer auf all diese Sachen, Leute, ja? Und das wird euch helfen, den guten Menschen vertrauen in einer Partnerschaft und den Menschen, wo man nicht vertrauen sollte, das wie auch schneller erkennen. Ja, Krise habe ich auch gerade, das Widow 84. Ja. Wie gesagt, ich empfehle auch wirklich, halten wir das doch privat, dass da die anderen einen sehen, was ich lege für euch und so. Ich lege euch wirklich, ich schicke euch Bilder, es ist zwar kein Video, aber ich schicke euch dann so Bilder, so fotografiert und Voice Messages und alles. Also werde ich die Person finden, wo Gräber, wo meine Kind verwüstet. Ui, ui, das ist jetzt auch so. Also, dass das jemand macht, ist hure daneben. Hure daneben. Los, schreib mir sonst privat. Das ist das Einzige, was ich im Moment dazu sage. Es sieht schlecht aus. Es ist nicht so einfach. Kannst Hand lesen? Nur ein paar Sachen. Aber ich sehe die Hand nicht. Außer du schreibst mir auf dem WhatsApp Business übrigens, kannst du mir schon. Aber dann bitte von der rechten Hand vor allem. Von der rechten Hand. So, dass ich es lesen kann. Oder? Also so, dass ich wirklich die verschiedenen Linien sehe. Übrigens, bei meiner Hand hat es ja etwas drin, was bei den meisten Menschen nicht so ist. Dann auch bei euch schauen, seht ihr die zwei Linien?
Die sind da hinten normalerweise bei eigentlich allen Menschen verbunden. Die berühren sich da. Bei mir nicht. Hexenstein. Lebt ihr noch, ja? Also. Bist du Wahrsagerin? Ja, ich bin ein Medium. Oder? Wahrsagerin ist nicht unbedingt so zutreffend. Kann ich auch im Sinn von, wenn du meinst, zum Beispiel Wahrsagen im Sinn von Zukunft oder wahre Informationen aus der spirituellen Welt und mit Methoden herausfinden können, wo man auf anderem Weg nicht kann, oder? Ja. Heartlove SMS. Schreib mir doch bitte auf dem WhatsApp, ich glaube, da sind ein paar Sachen, wo du einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Tipps oder Rat brauchst, wenn du Bock hast. Weil ich glaube, du bist ein bisschen in einer verzwickten emotionalen Situation. Also, wie geht's? Ich, Ivo Pauli, mir geht's super. Und wie geht's dir? Schau schnell bitte auf meine Ex, mich noch liebt. Basilisk 12. Sorry. Interessant. Also, deine Ex hat eine kleine Macke, kann das sein? Das heisst, deine Ex hat noch Gefühl für dich, achtet aber sehr auf Details, also ist so ein bisschen pingelig, kann das sein? Und gewisse Sachen, wenn du die wie änderst, kannst du sie eigentlich sehr schnell manipulieren. Also, ich würde jetzt sagen, manipulieren. Du kannst sie überzeugen, sehr schnell. Achte einfach auf Details. Auch Ordnung, Putzen. Ich suche so ein bisschen Fimmel. Spüre ich da. Hoi, Michael Jackson, Goldman, Sally. Was ich mache, damit das funktioniert, das sage ich dir gerne vom WhatsApp Business. Leute, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Voll die schöne Szenerie, wo ist das? Zürich. Das ist an der Sihl übrigens, nicht an der Limmat. Das ist da Sihl oder also mehr so dann richtig außerhalb von der Stadt Zürich. Also, ich muss jetzt schnell schauen, da, was das noch kommt. Weil ich habe auch da ein paar Anfragen, die ich anschauen muss. Ich bin immer für euch da. Die Lives kann ich halt dann. Es ist wie, ich wollte wirklich für die Leute da sein und dann kann ich dann nicht einfach mega lang live und so. Aber ich bin ja trotzdem für euch da. Also, was ist mit dir los? Kann ich etwas daran ändern? Also gut, jetzt muss man schauen. Die sanfte Gärtnerin, also mit Feingefühl, Verständnis. Intuition kannst du da etwas auch rauslocken und da kommt der goldige Palast. Das ist wie der goldige Käfig. Das heißt, wenn du sagst, was ist mit dir los, dann ist die Person im Moment sehr zurückgezogen in sich und braucht so ein bisschen wie ein Rauslocken aus dieser Höhle. Ja, oder? Und dann wird, also du kannst etwas daran ändern, nur ohne Druck. Ja, ohne Druck. Ohne direkt ansprechen, nur indirekt mit zeigen, sanft, dass du da bist. Ja? Michael Jackson wird deine Lieder klauen. Das geht gar nicht. Man kann nicht von sich selber klauen. Ich bin im Fall der Seelenzwilling von der Amy Winehouse, Goldman. Das wäre natürlich krass, oder? Lady Gaga hat deine Musik geklaut. Ja, und jetzt? Das wissen wir alle. Machst du das gratis oder muss man zahlen? Das ist ja alles gratis, wenn ich auf dem WhatsApp ein bisschen Zeit aufwenden muss, oder? Ich gebe euch wirklich auch mehr. Also ich nehme wirklich Zeit auch mit den Antworten, ganz viel dort. Einmal zeichne ich Energie. Ich kann es so machen, ich finde das nicht. Das ist 5 Stutz, 1 bis 2 Fragen. Du bist Michael Jackson. Schau bitte, mein Basilisk, ich hoffe, du hast die Antwort gehört. Okay, gut zu wissen, da hast du recht. Sarah, was ist schon gratis heute?
Ja, ich mache viel gratis, so viel ich kann. Nein, ich möchte mich für längere Zeit krank schreiben, aber sie haben so viel tun im Geschäft. Ja, pass auf, warum willst du das denn? Machst du das gerade? Habe ich gerade erklärt? Bist du der einzige Mensch, der Seelensex mit Michael hat? Darauf kannst du Gift nehmen, ja. Will er mir wieder schreiben? Haben vor 2 Tagen nach 2 Jahren abgebrochen. Also, ich sehe da Opfer und Großzügigkeit. Das heißt, ihr werdet es zeitlich keinen Kontakt haben, aber dann wird das wieder aufgehen zwischen euch. Also da wirst du ein bisschen Geduld haben müssen. Und ich nehme wahr, dass irgendeine andere Person ins Bild kommen wird und helfen wird, damit sich das Ganze ins Positive kehrt. Irgendeine andere Person, eine dritte Person, wird der Schlüssel sein. Kontakt mit Jeans. Nein, Kontakt mit dem inneren Zwillingsseele, Mann. Das ist dein Lieblingsalbum von MJ. Ich finde eigentlich alle gut, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine mega schwierige Frage. Aber Bad, Dangerous, Thriller, After Wall. Ja, so ein bisschen eigentlich bis Dangerous finde ich das Zeug wirklich top. Und nachher ist er einfach mega aggro und hässig wegen dem, was er am durchgemacht war. Und man hat schon auch teilweise gewisse Songs durchgehört. Hast du können vorsehen, dass ich in dein Leben komme? Sheila. Ich hocke natürlich nicht da und schaue in die Energie. Das wäre unmöglich, da würde ich durchknallen, wenn ich in die Energie von Fremden rumschauen würde. Mache ich auch nicht ungefragt übrigens, Leute. Ich mache das, ich nutze die Fähigkeiten für euch, wenn ihr mich fragt. Nicht ungefragt. Was muss ich machen, damit es funktioniert? Laura Kraft, schreibt mir auf dem WhatsApp. Wie ist das denn? Siehst du zum Beispiel, was ein Mensch die Woche macht, wenn der in der Ferie ist zum Beispiel? Ja, das kann ich spezifisch machen, das ist dann aber nicht so. Das mache ich nicht mit der Karte. Das ist dann mehr ein Einklinken telepathisch und so, oder? Und dann tue ich auch, ich sage es euch ganz offen, an Michael seine Augen auch nutzen. Also wir sind ja verbunden. Und er kann irgendwo hergehen in Lichtgeschwindigkeit. Haben wir auch schon gemacht. Und kann mir Details sagen. Hey Elsa, wie geht's? Hast du eine Message für mich? Jade, 98 mal 1. Es gibt eine Beziehung in deinem Leben, es ist nicht eine romantische Beziehung, wo gewisse Problematiken passiert sind von außen, aber die Beziehung ist sehr wichtig. Und ich sehe, dass die Energie so ein bisschen wie darunter gelitten hat, die Verbindung. Das ist eine Seelenfamilie, die Person. Ich sage das jetzt so, weil du sollst wie spüren, um wen es geht und die Energie zurückholen. Und jetzt sage ich dir, jetzt sind wir da halt live oder schreibst du auf dem WhatsApp Business, tust du am besten so wie einen Doppelschneck zeichnen, so wie verbunden. Und das ist dieses Energiesymbol, wo du dafür nutzen kannst, um die Verbindung zu schützen vor äußeren Einmischungen. Das ist so die Message für dich. Darf ich noch etwas fragen? Na klar. Sheila, habe ich eine Chance mit dir? Ich bin verheiratet. Mein Mann wartet da hinten. Dankeschön für die Antwort, sehr gerne. Hoi, Karriere ist supi geworden, genau wie du gesagt hast. Und wie wird es echt in der Liebe im 2022? Schau ich gerade nie noch. Freut mich sehr, dass das alles geklappt hat. So, also. Schau mal. Veränderung. Veränderung kommt bei dir in der Liebe. Und? Oh, du wirst umziehen. Du wirst umziehen. Du wirst jemanden kennenlernen, denke ich, der nicht jetzt gerade in deiner Gegend wohnt.
Oder du wirst umziehen und dann jemanden kennenlernen. Hat mein alter Schulkollege Gefühl für mich, dass er sich nicht mehr meldet? Es ist ein anderer Grund. Es ist nicht jetzt, dass er Gefühl hat und nicht weiß, was machen. Er hat eine stürmische Zeit. Er hat ein bisschen ein Auf und Ab, ein Chaos in seinem Leben. Und es, da irrst du dich ein bisschen. Er findet dich gut. Aber das ist es nicht. Oder? Ich würde mich mal bei ihm melden und schauen, was los ist. Wie wird mein Liebesleben weitergehen? Kannst du mir das sagen? Sophie 06. Also. Leidenschaft. Leidenschaft ist sehr wichtig, ist ein Schlüssel für dich. Und Perspektive. Leidenschaft und Perspektive. Das heißt, lass dir Zeit und schau, dass du deine Leidenschaft zuerst entdeckst und verstehst, was das betrifft, oder? Dass du quasi weißt, was du willst. Das geht jetzt auch in Richtung Bett, wenn du verstehst. Und dann schaust du, was du alles für Perspektiven hast. Du dich nicht aufs Erstbeste festlegen, sondern lass dir wirklich Zeit. Und dann wirst du zu etwas ganz Tollem hergeführt. Alter, ich schwöre. Also, ich muss langsam gehen, Leute. Grüß dich aus der Dominikanischen Republik. Sehr cool. Grüß dich zurück in die Dominikanische Republik. Also, Leutlis. Ich habe nämlich ein paar Anfragen, die jetzt auch ein bisschen ernster sind. Und da muss ich jetzt langsam dran hängen. Kollege, was du gesagt hast, stimmt einfach. Ich schwöre, ich sage dir ehrlich, ich habe nicht geglaubt an das Zeug. Basilisk 12. Ja, ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die damit spielen. Oder? Ich hocke da, es laufen Leute neben mir. Es ist vorher noch eine Frau so auf dem Velo. So. Eine Junge hat mich noch begrüßt und die hat das cool gefunden. Ich mache das, das habe ich von meiner Großmutter. Ich mache das ehrlich. Ich habe das 20 Jahre gemacht, bevor ich es irgendwie öffentlich oder im TV oder so gemacht habe. Ich habe 10 Jahre lang Nein gesagt, zum TV auch. Und nachdem ich da bin, ab dem Fake-Zeug, hat es mir dann auch schnell gelangt. Also, ich mache das aus reinem Herzen raus, so gut ich kann, um den Leuten zu helfen. Also, Leute, gewisse Sachen wiederholen sich und nachher boomt es der Chat. Immer on-off sieht immer, wie meinst du? Hat mein Schulkollege, das habe ich dir gesagt, hat mein Freund noch Gefühl oder ist er sich innerlich schon am Trennen? Na, was sage ich dir gerade? So, nachher muss ich los. Also, zuhören. Zuhören. Und Führungsqualität. Lass ihn führen. Zieh deine Energie ein bisschen zurück. Entspann sie. Nimm ein bisschen den Druck von ihm sozusagen energetisch. Lass ihm genau zu. Lass ihm zu, was seine Wünsche sind. Was er braucht. Ja? Und dann kommt das gut. Ist ganz wichtig. Outfit-Check. Ist dein Mann auch ein Seelenverwandter von dir? Ja, natürlich. Also, Leute, es tut mir sehr leid, dass ich jetzt da abbrechen muss, aber ich muss langsam loslaufen. Ich habe auch kein Jäckli oder so dabei. Aber ich bin nachher auf dem WhatsApp da. Orkas werde ich das Jahr noch in eine tolle Beziehung gehen, Elge, und danke Ursula. Ich glaube, Ursula, ich habe dir das schon gesagt, ja, oder? Schau da. Stärke. Stärke. Der magische Fluss. Es wird fließen, das wird ganz stark fließen, ja. Und jetzt musst du aber wirklich wieder blockieren mit den Gedanken. Einfach entspannen und auf dich zukommen lassen. Okay, schönen Abend wünsche ich dir auch noch. Danke vielmals, das wünsche ich dir auch, liebe Sarah. Hallo, wie geht's dir? Kannst du bitte meine Aura lesen? Peanut, 6816. Ich bin übermorgen wieder live und dann mache ich das mit der Aura. Sogar eine kleine Übung zeige ich euch. Ja? Bist du bist. Danke vielmals, liebe Nicole. Schönen Abend noch. Danke vielmals dir auch, liebe Nino. Hey, wie geht's dir? Kiki, jetzt bin ich schon am rausgehen. Hoi, Maki, Sali. Ja, wird dunkel, genau. Jetzt muss ich langsam loslaufen, oder? Dass ich mich nicht erkälte.
Hallo, wird es bald besser gehen, Gesundheit und privat? Der Geist des Ortes. Da gibt es irgendetwas Karmisches, etwas aus einem vergangenen Leben, wo dafür verantwortlich ist, dass die Energien bei dir so laufen. Schreib mir bitte auf dem WhatsApp Business, wir schauen das genauer an. 079 Leutlis, 079 511 67 12. Sag's nochmal. 079 511 67 12. Okay, danke. Dann schalte ich übermorgen ein. Schönen Abend noch. Danke dir auch. Ja, irgendwie bekomme ich keine Benachrichtigung mehr, wenn du live bist. Ja, das Zeug klemmt einmal. Ich bin übermorgen, am Dienstagabend, bin ich wieder live. Ich freue mich und schaut auf euch und schaut auf die Menschen, die ihr lieb habt. Und wie gesagt, ich bin da für euch auf dem WhatsApp noch sicher 2, 3 Stündchen easy. Ja? Bis übermorgen.